und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Serie zum Auflösen von Bruchgleichungen. Die erste Bruchgleichung, um die es hier geht, ist 2 durch x plus 2 ist gleich 3 durch x minus 1. Hier sehen wir schon gleich links einen Bruch, rechts einen Bruch, zwischen Gleichheitszeichen, also Bruchgleichung. Bei Bruchgleichung können wir natürlich jetzt hier immer gucken, dass wir diese Nenner, die nützen uns erstmal nichts. Wir wollen ja das nachher so haben, dass da x ist gleich steht und das x steht jetzt im Nenner. Deswegen müssen wir das x aus dem Nenner rauskriegen. So könnte man das auch sich merken. Also multiplizieren wir erstmal mit dem einen Nenner. Wir können auch gleichzeitig mit beiden Nennern multiplizieren, aber das ist nachher eine Advanced Version. Ja, wenn ich diesen Bruch hier mit x minus 1 multipliziere, und das ist ja jetzt ein Bruch, deswegen eignet sich das hier auch immer ganz schön, wenn wir das mit dem Nenner multiplizieren, dass wir den Nenner auch wieder als Bruch auffassen, denn 3 ist ja auch das gleiche wie 3 Ganze oder 3 Eintel. Deswegen ist x minus 1 auch x minus 1 Ganze oder x minus 1 Eintel. Denn dann haben wir hier einen Bruch und da einen Bruch und wir multiplizieren zwei Brüche, indem wir Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner rechnen. Ja, wenn wir das erstmal so aufgeschrieben haben, wir können es natürlich auch gleich so hinschreiben, 2 mal x minus 1 geteilt durch x plus 2, denn 1 mal x plus 2 ist ja x plus 2 und 2 mal diese Klammer ist 2 mal diese Klammer. So kann man es auch gleich hinschreiben, aber als Zwischenschritt kann man sich das auch gerne nochmal so merken. Ist gleich 3, denn 3 durch x minus 1 mal x minus 1 Eintel, da können wir hier dann die Sachen kürzen. Und das ist auch der Witz, warum wir das hier damit multipliziert haben, damit hier auf der rechten Seite schon mal der Nenner verschwindet. Dann kann man sich vielleicht jetzt auch schon überlegen, wie man denn jetzt hier, und das ist ja hier nur so eine Alternativschreibweise, wie wir jetzt den zweiten Nenner wegkriegen. Naja, wir multiplizieren mit dem zweiten Nenner, x plus 2, und hier müssen immer Klammern drum, denn dieses Malzeichen darf sich nicht nur auf das x beziehen, sondern muss sich tatsächlich auf den gesamten Nenner beziehen. Was passiert auf der linken Seite? Auf der linken Seite, genauso wie hier auf der rechten Seite, das gerade eben beim ersten Mal passiert ist, fällt der Nenner einfach weg. Denn wir würden ja jetzt hier einfach nur mal x minus x plus 2 hinschreiben und dabei würde sich das hier auch wegkürzen. Gut, also steht hier 2 mal x minus 1 ist gleich und hier drüben wird einfach die 3 mit dieser Klammer multipliziert. 3 mal x plus 2. Jetzt können wir das Ganze ausmultiplizieren. Jetzt haben wir schon die Möglichkeit zu sehen, dass hier jetzt zwei lineare Gleichungen am Start sind, während hier noch zwei Brüche auf der linken und auf der rechten Seite standen hier vorher Brüche und hier stehen jetzt tatsächlich einfach nur ja, was viel Ungefährlicheres. Und das ist das, was hier mit dem Nenner multiplizieren passiert, wenn wir diese Bruchgleichung auflösen wollen. Gut, 2 mal x minus 1, da müssen wir ausmultiplizieren. 2 mal x ist 2x, 2 mal minus 1 ist minus 2, ist gleich hier 3 mal x und 3 mal 2 sind 3x plus 6. Jetzt können wir die x auf eine Seite und die Zahlen auf die andere Seite sortieren. Am besten, weil hier die Zahl größer ist, rechnen wir jetzt minus 2x. Dann steht da minus 2 ist gleich x plus 6 oder 1x plus 6, aber einmal x, ne? Ein Apfel ist ein Apfel, ist ein Apfel. Und dann rechnen wir hier noch minus 6, dann steht da minus 8 ist gleich x oder wenn man so will, x gleich minus 8. Jetzt kann man sich natürlich fragen, stimmt denn das, was ich da gerechnet habe? Und das ist natürlich eine ziemlich clevere Frage, denn wenn man sich die stellt, dann kann man hinterher feststellen, wird man einige Fehler finden können. Ja? Jetzt erstmal denkt man sich, Mensch, da kommt ein glattes Ergebnis raus, wunderbar. Aber wir können natürlich hier die minus 8 auch jeweils für das x hier oben einsetzen. Und das nennt sich dann die Probe. Probe. Also 2 durch minus 8 plus 2 soll das gleiche sein wie 3 durch minus 8 minus 1. Minus 8 plus 2, wenn es minus 8 Grad ist und 2 Grad wärmer wird, dann ist es plötzlich minus 6 Grad. Und wenn es hier minus 8 Grad ist und 1 Grad kälter wird, dann ist es plötzlich minus 9 Grad. 2 durch minus 6, das können wir kürzen mit der 2. Dann steht oben eine 1 und unten steht eine minus 3. Und hier steht, wenn wir das mit der 3 kürzen, weil beide Zahlen im 1 mal 3 vorkommen, 1 durch minus 3. Und da jetzt links und rechts genau das gleiche steht, wissen wir, aha, stimmt, haben wir recht gehabt. Und dann kann Olaf sein Schild ins Bild zeigen und sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Natürlich bis zum zweiten Teil.